Ich freue mich wie ein Schnitzel. Das erste IRL-Treffen, wie wir im NFT-Space sagen, das ist französisch und heißt so viel wie in real life. Ich glaube, manche sind sogar schon alles in allem 2 Jahre mit dabei. Und jetzt ist das erste Mal, dass wir aufeinandertreffen. Und ja, da kribbelt schon so ein bisschen. Das ist eine große Umarmung hier. Das ist einfach eine unglaubliche Stimmung. Da ist einfach das Gefühl, Mike gibt wirklich alles. Und er sagt, okay, das seid ihr mir wert. Und das Gefühl ist auch toll. Ja, dass du mich noch kennst. Das ist die Spatzen. Na, alles gut bei dir. Endlich mal ein Raum voller Menschen, mit denen man quasi bezüglich dieses Themas auf einer Wellenlänge ist. Und das ist natürlich genial. Es ist so herzlich, es nimmt einen einfach mit. Ich bin Mike super dankbar. Er hat mir eine neue Welt eröffnet, ein Tor eröffnet, wo man einfach reingehen muss. Man muss sich dann darum kümmern, man muss auch irgendwie Lust und Spaß an der Sache haben, man muss Zeit haben. Wenn man das mitbringt, hey, was Besseres gibt es im Moment nicht. Ach, das ist einfach wirklich jetzt so ein Moment, wenn ich mir überlege, boah, die Zeit, die jetzt vergangen ist, seit 2019, nach 23 Jahren Radio, ein Schlussstrich gesetzt, was ganz Neues begonnen, mit erst so ein paar Teilnehmern im Money-Mentoring, Teilnehmern im Immobilien-Mentoring und dann wurden es plötzlich 20, 80, 100, 200, 300, 400 und jetzt sind hier von allen, die sich angemeldet haben, 230 Menschen da, die sich treffen, die gemeinsam Zeit verbringen. Das ist schon so eine Entwicklung im Nachhinein gesehen. Erstaunlich, wie schnell es gewachsen ist und wie viele nette Menschen ich in mein Leben ziehen durfte. Sie kommen.